Ein paar Worte muss ich halt schon noch dazu verlieren. Das ist halt so der Versuchsaufbau, der mir in den Sinn gekommen ist, für die erste Zeit erstmal, um zu gucken. Ja, und das Ei habe ich auch schon jahrelang hier rumstehen gehabt, dieses Edelstahl-Ei mit den Löchern. Und für solche Zwecke hier ist es perfekt, um zu gucken. Ja, was man da so sieht, habt ihr ja vorhin da im Vorspann so gesehen. Und wenn er eingelaufen ist, ne, so mit dem Messgerät, ihr kennt es ja, so um die 50 Milliampere. Und wie viel Volt haben wir jetzt dran? Hier sind es ungefähr 30 und hier nochmal 20, also ungefähr 50 Volt, so 45, 50 Volt sind es ungefähr. Da ist dann die Sonne in Anführungszeichen aufgegangen. Ich will mich noch nicht so weit rauslehnen, aber die momentane, die Wiese von mir kennt ihr ja, ne? Die Repulsine und ja. Ja, wollen wir auch mal gucken, wie das funktioniert, dieses Ding, indem wir da die ganze Zeit rumreisen. Ja? Also, die erste Kappe und dann, wie gehabt, ach da schau her, es wird blau. Also vorher war das nicht blau gewesen. Liegt das jetzt, weil das vielleicht, das dürfte gar nicht verchromt sein. Cool, sogar blaues Wasser bekomme ich. Da schau her. Ja. Ja, ne, hier innen drin den Aufbau halt wie gehabt. Wolframanode und die Wasseroberfläche ganz leicht berühren. Tja, wenn man es richtig, richtig machen wollen würde, müsste man Wasser wahrscheinlich ganz unten hin und dann irgendwie Sauerstoff und dann noch irgendwie einen sauerstoffleeren Raum irgendwie. Naja. Aber so, um erstmal zu gucken, reicht es ja auch schon mal. Nur mal so als Idee. So ist Sache. So hell und so hell war es wirklich noch nie gewesen. Hier in dem Ei zumindest jetzt, ne? Das ist schon eine Adresse, würde ich sagen. Konstant. Und ein riesengroßer Ball vorn dran. Das sieht so geil aus. Vielleicht baue ich mir auch eine Lampe draus. Mal gucken. Die Stromaufnahme. Ihr seht immer noch. So um die 50 Milliampere. Und das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist, ja, wer sowas sieht als Bedini-Bastler, woran denkt er da? Boah, sind das krasse Pulse, oder? Ja, und da habe ich mir halt gedacht, dass zuerst wollte ich das wie so auf Reed-Switch-Manier einen großen Conti voll poltern, aber das hat dann leider nicht geklappt. Und dann kam mir die Idee im stinknormalen Trafo mit Ferrit. Zuerst hatte ich hier so eine Sternspule gehabt, ne, eine parallel gewickelte Sternspule. Und da muss ich sagen, ist der Kondensator am schnellsten voll geworden. Ne? Also da war er schon, das hat keine 5 Minuten gedauert, da war er auf 80 Volt gewesen. Und jetzt, wo ich gedacht habe, jetzt mache ich es noch viel besser, geht es viel schlechter. Dafür habe ich einen riesengroßen Feuerball. Also das hatte ich vorhin nämlich mit der Sternspule hier nicht gehabt. Ne? Ja, ursprünglich wollte ich ja in Output wieder auf den Input legen, ja, und die Spielchen kennt ihr ja, aber wenn etwas Licht dabei rauskommt, ist das doch auch nicht so verkehrt. Licht und Hitze. Oh Mann. Na, mal gucken, ob wir die Sonne hier noch hinkriegen. Na sowas. Jetzt wird die Frequenz immer höher und höher. Das summt schon richtig wie ein Bienchen. Wo haben wir es denn hier unten? Ich kann nicht meinen eigenen Beobachtungssatelliten von der Sonne installieren. Edge. Krass.
Das heißt jetzt also, wenn wir hier auf über 85 Volt kommen und den riesen Kondi, was heißt moderate Zeit, ne? Also sehr schnell ist es jetzt nicht gewesen, aber trotzdem, ein bisschen was ist es immerhin. Da können wir das ja eigentlich auf dem Eingang, oder? Ob das funktioniert? Aber auch mal gut zu wissen, bei genau 72 Volt sind wir am Eingang. Also wenn das nichts heißt. Die Stromaufnahme ist trotzdem noch bei 150 mA. Wie sieht es aus, wenn wir da abklemmen? So, Moment, jetzt klemme ich den Kondensator ab. Das Geräusch ändert sich auf alle Fälle. Hat eine andere Frequenz, ne? Stromaufnahme her sind wir gleich und jetzt gehe ich wieder ran. Jetzt durch den Ausgang wieder auf den Eingang. Und also bis auf die Frequenz kann ich jetzt keinen Unterschied so richtig feststellen. Na wohl, doch, das ist die Spannung am Eingang, wenn der Ausgang draufgelegt ist. Steigt schon immer höher, ne? Bis auf 66 Volt. Ich tue jetzt mal wieder abklemmen. Das ist wieder abgeklemmt. Ah ne, da geht es ohne höher. Aha. Okay, also bringt das mit dem Ausgang drauflegen nichts unbedingt. Es sei denn, die Flamme hier drinnen wird natürlich extrem viel heißer. Mal gucken. Ich gehe jetzt nochmal ran. Klingt schon viel kräftiger und heißer, ne? Aber am Eingang geht es dann zings Ding runter. Komisch, aber gut zu wissen. Was ich jetzt aber am Ende auf alle Fälle auch noch wissen möchte, ist, wie denn das eigentlich von unten aussieht. Also so von da, wo wir das sehen. Was meinst du? Ist noch nicht viel los. Okay, das fetzt auf alle Fälle. Also ohne irgendeine Glocke drüber würde ich es aber trotzdem nicht laufen lassen. Das, also erstmal wieder lüften. So, das war's erstmal. In dem Sinne, hoffe es hat euch gefallen erstmal und bis später. Damit ihr selbst sowas sehen könnt, braucht ihr im Grunde eigentlich nur ein Stück Wolframanode, jetzt bei mir hier aus einer großen, sehr, sehr großen Glühlampe, so wie mir gesagt worden ist. Mir ist es zugeschickt worden, wie gesagt. Also wenn ihr dann aber Wolframanoden kaufen solltet, mit einer dickeren, also mit so einer richtigen Wolframanode habe ich es probiert, die so 2-3 mm dick ist,
Da geht's mehr schlecht als recht, muss ich jetzt mal sagen. Also mit der Kleinen hier habe ich es am besten hinbekommen. Dann die Spannungsquelle, ein paar Batterien in Reihe zusammengeschalten. Wahrscheinlich auch Batterien, also mit Netzteilen, die, wenn die eine richtig komplett exakt gleiche Gleichspannung rausbekommen, auch im Hochfrequenzbereich, dann würde das klappen, denke ich mal. Aber tja, hier ist es ja so, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das Wasser, das pendelt ja immer runter und hoch. Das ist dann sozusagen unser Transistor, unser Schalter. Ja? Und der bestimmt dann sozusagen im Takt. Und wenn dann von unserem Ding, was oben da dann heiß wird, sozusagen, Kathode, Anode, ich kann es nie auseinanderhalten. Mal gucken, ob ich mir da noch eine Eselsbrücke irgendwie baue dafür. Da muss es komplett gleich sein. Ne? Da bringt es dann also wahrscheinlich nichts, wenn da irgendwelche Frequenzänderungen drin sind. Wahrscheinlich. Ne? Ich meine, mit dem RMF-Charger habe ich es als erst probiert. Ich habe jetzt auch in den letzten Comments gehört, dass ist da Strom drin, glaube ich. Ne? Schöne Grüße. Du hast, glaube ich, probiert mit einem Netzteil, da hat es auch nicht funktioniert. Ja, also ich glaube, ihr kommt da nicht drum rum, ein paar Batterien in Reihe zu schalten. Aber wie gesagt, normalerweise reicht schon hier solche 1,5 Ampere-Stunden Dinger so weit in Reihe zu schalten, dass er auf 66 bis 72 Volt kommt. Und dann geht das. Ne? Sicherung mit reinmachen, klar. Und los geht's. So, war es das schon gewesen? Ja. Ja, was ihr dann rundherum bastelt, also schon irgendwas aus Edelstahl, dass es nicht angegriffen wird, dann so ein paar Löcher reinmachen und dann könnt ihr es selbst angucken. Oder dann halt unten ins Schälchen stellen, vielleicht auch eins, wo man direkt durchgucken kann. Und los geht's. Aber gleich mal eine Warnung, ich fühle mich jetzt, nachdem ich das gemacht habe, anders. Also anders kann ich es nicht beschreiben, anders. Okay, nun denn, wisst ihr erstmal, an was ich so dran rumbastel und bis später.